So, hallo und herzlich willkommen im kleinen Paradiesgarten in Anführungszeichen am Florentinerberg, Baden-Baden. Wir haben hier nämlich eine Besonderheit hier am Florentinerberg, denn hier tritt tatsächlich das Thermalwasser von Baden-Baden aus. Ja, das Baden-Baden Thermalwasser hat, das kriegt man vielleicht ungefähr, kann man sich zusammenreimen. Deswegen heißt der Ort auch historisch betrachtet Baden. Vom Baden, also von der Tätigkeit, weil man das hier halt schon seit 2000 Jahren kann und auch entsprechend getan hat. Und der Gag dabei ist eben, dass es sich außerdem noch um bis zu 67 Grad heißes Thermalwasser handelt, dem man dann logischerweise auch in der entsprechenden Thermalbadekultur Heilwirkung und Ähnliches zugesprochen hat. Und das macht das Ganze natürlich nochmal besonders interessant. So. Ja, eigentlich hätte ich jetzt vorgehabt, einen kleinen Rundgang hier mit euch zu machen. Der ist leider nur sehr eingeschränkt möglich, weil man hier diverse Ecken abgesperrt hat, insbesondere die besonders interessanten Ecken. Das ärgert mich jetzt gerade zutiefst. Baustelle angeblich, zumindest hängt irgendwo hinten ein Schild betretender Baustelle verboten, nicht, dass hier irgendwas gebaut wird. Ich vermute mal, das könnten noch irgendwelche Corona-Nachwirkungen sein. Aktuell jetzt gerade ist hoffentlich aus nachvollziehbaren Gründen enorm nervig, weil ich bin hier extra hin und wollte hier extra diesen wirklich tollen Ort genießen und jetzt klappt das nur sehr eingeschränkt. Ja, ich werde jetzt mal schauen. Ich stelle mich nachher wohin, wo ich noch in Ruhe was erzählen kann. Was für Aufnahmen ich mittels Kamerazoom und mittels, ich sag mal, engen Ausnutzen der hier nicht abgesperrten Wege für Aufnahmen erreichen kann. Und dann gegebenenfalls muss ich das auch noch teilweise mit Voice-Over kommentieren, aber ich gucke mal, was möglich ist, ja. Und bitte um Nachsicht, es wäre besser gewesen, wenn hier nicht irgendwelche lustigen Absperrungen wären. Ach, man sollte halt doch immer eine Eisensäge dabei haben. Nein. Ja, so von hier aus können wir jetzt erstmal erkennen, erstens hinten das Gebäude da mit dem schönen Turm, das ist das Friedrichsbad, das ist das älteste noch im Betrieb befindende Bad von Baden-Baden, ist ein bisschen speziell. Textilfrei und nach, ja, sag ich mal, sehr traditioneller Badekultur, wo man sich in heißen Räumen, nicht so heißen Räumen, mittelheißen Räumen, weniger heißem Wasser, sehr heißem Wasser, dann wieder kaltem Wasser und das alles in irgendwelchen seltsamen Abfolgen aufhalten soll. Ja, muss wohl sehr, sehr entspannt sein. Habe ich eigentlich bisher immer nur Positives von gehört, aber ja, ne, ist auch ein bisschen teuer und vielleicht wirklich nicht für jedermann. Ja, und was wir hier aufsteigen sehen, ich hoffe, es ist euch schon aufgefallen, ich habe da noch eine andere Aufnahme von gemacht, wo wir noch ein bisschen näher rankommen, aber auch nicht viel. Das ist natürlich das Thermalwasser und das sind die Entlüftungs- oder eher Entdampfungsstollen der entsprechenden Schächte, die man hier in den Florentinerberg getrieben hat, um eben an das Thermalwasser ranzukommen. Denn ursprünglich hatte man mit der ersten gefassten Quelle, also das gab wahrscheinlich noch früher, aber da sind keine Aufzeichnungen vorhanden, weil bereits die Römer eine Quelle gefasst haben, vermutlich, gab es ganz ursprünglich zumindest lange Zeit nur eine gefasste Quelle, die hatte eine Schüttung von etwa 110 Kubikmeter Wasser pro Tag. Das hat absolut ausgereicht, um eine kleine römische Badeanlage oder sogar mehrere römische Badeanlagen zu betreiben. Davon ist eine auch als Ruine noch vorhanden und kann, wenn sie dann offen hat, natürlich besichtigt werden. Im Winter sowieso zu, im Sommer sehr gut zu besichtigen. Wenn halt nicht gerade Corona wäre, lohnt sich, falls ihr zufällig sowieso mal in Baden-Baden seid. Natürlich ist der Thermalstollen abgeschlossen, man hört aber doch das Wasser rauschen. Und das dürfte hier, wenn man dann drankommen würde, durchaus auch eine sehr ordentliche Temperatur von circa immer noch 60 Grad oder sowas haben. Ja, und die Römer hatten also eben schon diese heißen Quellen, deren Resultat wir hier aufdampfen sehen, angezapft. Und später, Mitte des 19. Jahrhunderts, ich blende euch ein, wann genau, hat man dann zusätzliche Stollen hier in diesen Berg
also direkt unter uns sozusagen, gegraben, um eben noch zusätzliche heiße Quellen zu erreichen, um die maximale, um die Schüttung sozusagen zu maximieren, wie viel Thermalwasser man denn hier pro Tag rausbekommt. Und durch diese zusätzlichen Gräben, insgesamt sind das 200 Meter Stollensystem, so viel also gar nicht, hat man die Schüttung auf 800 Kubikmeter pro Tag gesteigert. 800 und ein paar zerquetscht. Und das ist bis heute so und betreibt unter anderem eben das Friedrichsbad, was wir hier sehen können, und die Caracalla-Therme, die können wir erahnen, aber nee, sieht man nicht wirklich von hier. Ja, und da kann man, Caracalla-Therme wäre dann eher ein normales, modernes Thermalschwimmbad, Anführungszeichen, mit Textilien betretbar. So, hier kann ich, glaube ich, jetzt ein bisschen verweilen und noch ein paar Dinge erzählen. Mit der Lichtsituation tut mir ein bisschen leid, aber es ist einfach durch die Absperrung gar nicht so einfach, hier einen vernünftigen Ort zum Rumstehen zu finden. Thermalwasser, wie gesagt, vor allen Dingen wird dem Ganzen deswegen eine Heilwirkung zugesprochen, weil es viel Natrium und viel Chlorid enthält. Was ist denn Natrium und Chlorid? Beide zusammen Natriumchlorid. Und was ist das? Kochsalz. Dementsprechend kann man sich natürlich ein wenig kloppen, ob das jetzt wirklich eine außerordentliche Heilwirkung ist, die man mit anderem Salzwasser jetzt nicht erreichen kann. Ich persönlich bin da ein alter Skeptiker, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Leute eine lindernde Wirkung bei verschiedenen Atemwegserkrankungen, auch für die Magenschleimhäute und solche Späße, erlebt haben, weil da Kochsalz zunächst mal wirklich ein bisschen lindernd ist. Meine Mutter, trotz aller Versuche, ihr meinen wissenschaftlichen Einfluss angedeihen zu lassen, schwört zum Beispiel bei verstopfter Nase nach wie vor auf Emsersalz, was auch nichts anderes ist als Salz. Und das löst sie in Wasser auf und schnupft das und ist der Meinung, damit viel besser Schnupfen loswerden zu können als mit jedem modernen Hightech-Nasenspray und so weiter und so fort. Lasse ich jetzt mal so stehen. Darf außerdem selbstverständlich natürlich jeder machen, wie er möchte, aber die kleine Anekdote musste ich jetzt doch mal schnell erzählen. Das Thermalwasser ist also bis 69 Grad heiß, und zwar beim Austreten aus der Erde, beziehungsweise seit neuestem, also seit 1800 Ungrad, ist es so heiß, weil früher die Quelle ja weiter außen am Fels ausgetreten ist und damit ein bisschen weiter weg war von dem wärmeren Inneren der Erde, und damit war es damals noch nicht ganz so warm. Das ist jetzt im Berg quasi 69 Grad heiß. Es kommt aus circa 2000 Meter Tiefe, zwischen 3 und 1000 liegen so die Schichten, wo sich das Wasser aufheizt. Es wird übrigens davon ausgegangen, dass es dieses Thermalwasser gar noch nicht so lange gibt. Erst seit circa 15.000 Jahren, meine ich, gelesen zu haben. Das heißt, das muss mit irgendwelchen Druckunterschieden innerhalb des Oberrheingrabens zustande kommen, dass dadurch irgendein Nachrutschen der Gesteine, die eben in das Tal, das wir als Rheingraben bezeichnen, reingerutscht sind, dass sich da irgendwelche Druckverlagerungen ergeben haben, die unter dem Ausgangsgestein, unter dem Granit, das Basisgestein der hiesigen Region hier ist, da drunter muss es dann zu irgendwelchen Druckverlagerungen gekommen haben, die das sich dort befindliche Wasser so sehr zusammenquetschen, dass es unter Druck steht, und unter Druck wird es wärmer, und durch diesen Druck wird es dann durch diverse Risse im Gestein eben nach oben gepresst und tritt dann als erwärmtes, unter Druck stehendes Wasser hier oben, hier unter meinen Füßen mehr oder weniger wieder raus. Zumindest kann ich das nicht besser erklären, weil ich halt leider immer noch kein Geologe bin, aber ich denke, es trifft so einigermaßen. Ja, der zumindest quellbeinhaltende Hang dieses kleinen Berges, an dem wir hier stehen, an dem Florentinerberg, auch gerne Schlossberg genannt, obendrauf ist das Schloss der Markgrafen zu Baden, das neuere. Sie haben auch noch ein altes, aber das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist dieser Berg tatsächlich zu wesentlichen Teilen seines Gesteins aus Sinterkalk aufgebaut, und dazu habe ich eine Stelle gefunden, wo man den tatsächlich sehen kann und gleichzeitig Überreste der alten Einfassung der Thermalquelle, und das würde ich euch an dieser Stelle dann gerne hier antun wollen. So, hier, entschuldigt die Wackelkamera, ich kann Stativ nicht aufstellen.
Sehen wir die Überreste der ersten Fassung der Thermalquelle. Wann die genau vorgenommen worden ist, habe ich jetzt leider nicht recherchieren können, aber zumindest bis 1800 Ungrad war das die einzige Fassung der Quelle. Und das einzige Thermalwasser, was man in Baden-Baden bekommen konnte, ging eben aus dieser gefassten Thermalquelle hervor. Dieser interessante Felsen, den wir jetzt in der Bildmitte sehen, das ist noch ein schön sichtbarer Rest von Kalk, Sinterkalkstein, wenn man so nennen möchte. Der tritt auf, wenn verhältnismäßig karbonatreiches, also kalkhaltiges in diesem Fall, Wasser an der Oberfläche auftritt und sozusagen einen, ja, Tropfstein, ohne halt von der Decke zu tropfen, bildet. Ja, also wir haben hier ein stetiges Austreten von kalkhaltigem Wasser gehabt, das jedes Mal über diesen Stein geflossen ist. Und da jedes Mal ein winziges bisschen, wenn es drüber geflossen ist, Kalk abgelagert hat. Und das führt dann dazu, dass wir irgendwann einen richtigen riesigen Fels, je nach Zeit, die das dann eben dauert, beziehungsweise die das da fließt, einen richtig massiven Fels bekommen, der rein aus Sintermaterial, also sprich abgelagerten Kalk durch Wasser, wie auch eben Stalagniten, Stalaktiten und die Dinger, die sich berühren. Und Sinterterrassen, die man ja auch in Höhlen finden kann. Genau so ist auch das hier entsprechend entstanden. Ja, wenn man ein bisschen buddelt, soll man wohl auch tatsächlich noch schwarzen Kalkstein finden können, schwarzen Sinterkalk. Und da darf man sich jetzt die Frage stellen, hä, warum zum Geier ist der schwarz? Naja, weil es sich hierbei um tatsächlich Ablagerung, mal abgesehen von dem Kalk, der jetzt erst durch die heißen Quellen hier abgelagert wurde, von dem Ursprungsmaterial, das hier sonst eine Rolle spielt, handelt es sich eben um Ablagerungen aus dem Karbon. Und Carbon, da steckt Kohlenstoff drin und der hat tatsächlich, wenn man ihn nicht unter sehr hohem Druck zusammenpresst, dann ist er nämlich durchsichtig und Diamant. Aber ansonsten hat er die lustige Eigenschaft, dass er schwarz ist. Und das äußert sich tatsächlich wohl teilweise in den hier anzutreffenden Kalksteinen, dass die von eben der Steinkohle aus der Karbonzeit ein bisschen Ansätze von Steinkohle sozusagen enthalten. Und dadurch gibt es hier einen schwarzen, versinterten Kalkstein. Ganz, ganz was Besonderes. Man sagt unter anderem, gibt zwei Gründe, weshalb das hier auch eine besondere Ökozone ist, wenn man so möchte, ein besonderes Ökosystem darstellt. Also es ist ein Garten, es ist ja nicht Natur im klassischen Sinne, ja. Aber wenn wir hier die Natur machen lassen wollen, würden, machen lassen würden, wie sie wollte, könnten wir trotzdem damit rechnen, dass sich hier das eine oder andere Besondere abspielen würde. Denn nämlich erstens durch diesen hohen Anteil von dunklen Boden, durch eben diese schwarze Komponente des Gesteins, geht man zumindest davon aus, das habe ich gelesen, ich kann das jetzt nicht verifizieren und auch nicht falsifizieren, dass das zu einer erhöhten Erwärmung des Bodens führt, ja, weil Schwarz erwärmt sich in der Sonne bekanntlich ein bisschen besser als andere Farben, ne? Also je dunkler, desto besser auf gut Deutsch. Und der zweite wesentliche Faktor, weshalb das hier eine besondere Klimazone ist, ein kleinräumig besonderes Klima, und wir sehen das an diversen Pflanzen, die hier rumstehen, und dazu habe ich euch dann auch noch ein paar Einspieler gleich vorbereitet. Es ist hier bedeutend wärmer als in der Umgebung, nämlich genau dieser Hang, ist jetzt mal von seiner Hangachsposition mal abgesehen, durch seine Fuß. Wo die Stadtkirche lauter war als ich, wollte ich sagen, durch seine Fußbodenheizung ist dieser Hang hier was ganz Besonderes, weil eben durch das sehr, sehr heiße Wasser sich wirklich der Stein hier unter unserem Boden massiv aufheizt. Und das können wir gerade jetzt, wo eigentlich auf den Rasenflächen, ich hoffe, ich habe noch ein paar Aufnahmen, wo man die einigermaßen sieht, Schnee liegen sollte, ist da überhaupt kein Schnee zu sehen oder nur an sehr, sehr kleinen, wenigen Stellen, wo ein bisschen was liegt, was eben an dieser Fußbodenheizung liegt.
liegt. Und wir haben hier vermutlich, da gibt es ein paar widersprüchliche Quellen, aber wir dürfen vielleicht doch davon ausgehen, hier nur an diesem Hang tatsächlich eine 1,5 Grad höhere Jahresdurchschnittstemperatur als in der sonstigen Umgebung durch eben diesen Thermaleffekt. Und als Garten, und dazu kommen wir jetzt und dann sind wir auch durch, hat das eben Auswirkungen, dass man hier Bambus, Palmen, exotische Obstbäume und jede Menge Pflanzen, die sonst in Deutschland wirklich nirgendwo frei ohne Gewächshaus, oder fast nirgendwo frei ohne Gewächshaus wachsen können, hinstellen kann, und denen geht es tatsächlich gut. Man muss die auch im Winter nicht abdecken oder sonst irgendwie, und das macht eben diesen besonderen Reiz dieses kleinen Gartens aus. Und wenn er jetzt noch zugänglich gewesen wäre, dann hätte ich jetzt auch gute Laune, aber hat nicht sollen sein. Und damit herzlich willkommen zur überaus großartigen und fortbildenden Dia-Show mit dem Titel Pflanzen, die da eigentlich gar nicht vorkommen dürften, es aber trotzdem tun. Ja, und hier sehen wir ein formschönes Exemplar eines Blattes einer Baumart, die offensichtlich auch im Winter grün ist. Das ist in Deutschland grundsätzlich für Laubbäume selten eine gute Idee, insbesondere wenn es dann mal einen kalten Winter gibt. Als ich das gedreht habe, war ja durchaus ein kalter Winter. Jetzt, wo ich schneide, ist es das nicht mehr. Aber zumindest da war es gerade knirrend kalt, und mich überrascht, dass die Blätter von dieser Baumart doch tatsächlich keine nennenswerten Frostschäden davongetragen haben. Hätte ich nicht vermutet, aber vielleicht hängt das wirklich mit der recht kurzen Exposition der Kälte zusammen und damit, dass halt eben doch ganz so knalletiefe Temperaturen an diesem Hang, an dem wir uns hier befinden, gar nicht aufgetreten sind. Ja, es handelt sich um the one and only sensationellen Abundus unedo. Und zack, sehen wir in dieser weiteren großartigen Aufnahme, dass ich mal wieder so blöd war, mir zu merken, dass das Ding Abutus und nicht Abundus heißt. Heieiei. Jedenfalls ist es trotzdem der Erdbeerbaum, und der hat diesen klangvollen Namen, ob man ihn jetzt falsch oder richtig ausspricht, er bleibt klangvoll, deswegen, weil auch dem deutschen Namen, weil er nämlich sehr erstmal lecker aussehende Früchte trägt, die kommen jetzt, das sind sie, und da könnte man doch meinen, die wären lecker. Sieht jetzt, also für mich, nicht besonders einladend aus. Wenn Schnitzel dran hängen würden, wäre mir lieber. Aber möglicherweise gibt es Leute, die sagen, das könnte ja lecker sein. Ja, und da es auch in der Geschichte immer mal wieder jemanden gab, der die probiert hat und der Meinung war, oh, das sieht ja köstlich aus, hat er eben diesen schönen Beinamen Unedo bekommen. Das heißt frei übersetzt so viel wie, ich ess dich einmal. Und das nicht, weil er tödlich giftig wäre und man ihn nur einmal essen kann, weil man danach gar nichts mehr essen kann, sondern weil der einfach miserabel schmeckt, dieser Erdbeerbaum, Erdbeerfrucht, Dingerich. Ja, und daher kommt eben dieser lustige Name zustande. Es ist eine typische Art des Mittelmeerraums, die bei uns normalerweise in freier Wildbahn ohnehin nicht wächst. Das ist auch hier am Florentinerberg so, da würde sie auch nicht wachsen, wenn man hier nicht eben parkmäßig nachhelfen würde. Aber es gibt nur ganz wenige Orte in Deutschland, wo man das Ding Freiland ohne Abdeckung das ganze Jahr über stehen haben kann und sich ziemlich sicher sein darf, dass er nicht verreckt und nicht eingeht und dass die Blätter gut aussehen. Das tun sie übrigens alle, haben wir ja bereits gesehen. Also der Erdbeerbaum. Vielleicht was ganz Lustiges, wenn man mal in irgendeinem Gewächshaus vorbeikommt oder in einem botanischen Garten oder sogar wirklich am Mittelmeer und findet irgendwo einen Baum mit diesen lustigen roten Früchten. Dann kannst du ja mal probieren und mir dann bitte einen Kommentar schreiben, wie es geschmeckt hat. Ja, und jenseits des Bauzauns steht da hinten ein Bambus. Ja, Wäldchen ist zu viel gesagt. Aber zumindest mal ein Bambusdickicht herum. Und das ist auch was
Bambus gibt es in kaltertragenden Sorten, also kälteertragenden Sorten, die bis minus 20 Grad ungefähr frosthart noch sind. Heißt aber auch, wenn es kälter als minus 20 wird, dann sind sie automatisch tot. Ja, ich glaube, so ungefähr irgendwas um die Grenze ist es das gewesen. Jetzt könnte man ja meinen, ja super, Bambus, Rohstoff der Zukunft. Blöd nur, dass die kälteresistenten Arten, die man bei uns sehr wohl auch anpflanzen kann, insbesondere an Orten, an denen mit allzu großer Kälte gar nicht zu rechnen ist, so wie hier, ja, die sind gleichzeitig leider nicht die Arten, die 40 Meter hoch werden und 1,20 Meter am Tag Längenwachstum aufweisen können. Das ist, gibt es leider nicht beides gleichzeitig. Du kannst entweder einen super schnell wachsenden Bambus haben, der auch ordentlich dick wird, oder eben einen kälteresistenten. Also sämtliche schnell wachsenden Bambusse, Bambusarten, die kommen nur in den Tropen und Subtropen vor und bei uns keine Chance, die in absehbarer Zeit mal anbauen zu können. Beziehungsweise, wenn wir in der Lage sind, Bambus, den schnell wachsenden, bei uns anzubauen, dann haben wir definitiv andere Probleme als den Bambusanbau. Ja, das Ding ist dahingehend interessant, dass Bambus ja gerne mal als Alternative zu Holz erwähnt wird, dass man, also zu klassischem Holz, Bambus ist auch so eine Art Holz, nicht wirklich, weil ist ein Gras und ein Gras bildet halt nun mal per Definition kein Holz aus, aber geht in die Richtung, ja, auch von der stofflichen Zusammensetzung sehr ähnlich dem Holz. Klar kann man damit ganz tolle Wasserleitungen, Böden theoretisch, Dächer, Brücken, Baugerüste und ganze Häuser mit konstruieren, aber eben nur mit dem Tropischen. Das Problem ist, bis man den von den Tropen zu uns gekarrt hat, da geht so viel Energie drauf, die notwendig ist für den Transport vom Bambus, dass das Zeug, egal wie schnell es wächst, sich nicht lohnt, nach Mitteleuropa einzuführen. Denn wir haben unsere eigene nachwachsende Ressource und die ist eben Holz. Und die müssen wir dann nicht über Tausende von Kilometern übers Meer schippern, sondern die können wir im Idealfall vielleicht nur maximal 50 Kilometer durch die Gegend fahren, bis ins Sägewerk und dann an die Leute, die ein Haus bauen wollen, direkt vom Sägewerk vertreiben und das sind dann kurze Wege und das ist zehnmal besser, tatsächlich wirklich zehnmal besser, es gibt eine Studie zu, als Bambus aus China zum Beispiel zu importieren. Es wäre was anderes, wenn wir große Bambusfelder auf der afrikanischen Seite des Mittelmeerraums zum Beispiel deponieren würden und gehen wir mal davon aus, da könnte ein schnell wachsender Bambus wachsen, dann wäre der Transportweg nicht mehr so lang und dann könnte eine solche Bambuskultur durchaus theoretisch zumindest in Frage kommen, um als Rohstoff der Zukunft eine größere Rolle zu spielen. Ja? Also ich will nur darauf hinaus, der wächst zwar hier, aber halt eben nicht schnell. Ja? Und auch nur dann, wenn es wirklich warm ist. Also ich habe einen größeren Bambuswald in Freiburg mal gesehen. Das ist ja auch eine der wärmsten, also Freiburg im Breisgau, eine der wärmsten Ecken von Deutschland. Aber dem geht es nicht wirklich gut. Der ist relativ empfindlich und hat seine Problemchen. Und den zweiten großen Bambusanbau bei uns in der Gegend, wirklich in dem Umfang, wo man bemerken kann, dass das ordentlich geht, ist hier am Florentinerberg. Ja? Also zumindest den ich kenne. Grünzeug Nummer 3 sieht aus, als wäre es eine Palme. Und das liegt daran, dass es tatsächlich eine Palme ist. Jetzt kann eine Palme etwa in Deutschland im Freiland einfach irgendwo rumstehen, ohne dass man sie großartig abdecken muss, um sie vor Frost zu schützen. Streng genommen offensichtlich schon, ja. Aber man muss dann wirklich lange, lange suchen, bis man Standorte findet, an denen das möglich ist. Im Regelfall gibt es wirklich keine Palme, die in der Lage ist, einen richtig kalten Winter zu überstehen. Zumindest langfristig, wann immer dann mal ein kalter Winter daherkommt, müssten sie eingehen und man kann also nur kurzzeitig mal Glück haben, zwischen den Jahren, bis es mal wieder einen kalten Winter gibt, eine Palme bei uns anzupflanzen, es sei denn eben auf Sonderstandorten, so wie hier. Und auch hier hat sie es nötig, dass man ihr noch ein paar Tannenzweige oben drauf schmeißt, damit sie dann die Knospen nicht ganz so exponiert der Kälte ausgesetzt sind. Also das ist dann schon auch trotz der Tatsache, dass es hier wirklich ein sehr warmer Ort ist, notwendig bei einer Palme. Ja?
Das ist bemerkenswert und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenig Orte, das müsst ihr mir jetzt halt einfach glauben, an denen Palmen in Deutschland so frei wachsen können, ohne jetzt mit Riesenplastikfolie und Ähnlichem zugedeckt werden zu müssen. Eine Palme ist übrigens kein Baum, warum nicht? Naja, die wird nicht dicker. Bäume haben per Definition ein sekundäres Dickenwachstum, das heißt, die können ihr Leben lang in die Dicke wachsen, tun sie auch. Wenn sie es nicht tun würden, würden sie sterben. Ein Baum, der nicht mehr wächst, ist automatisch tot. Und eine Palme kann das nicht, die kann bloß in die Höhe. Das heißt, eine super alte Palme wird niemals noch dicker, die kann bestenfalls noch höher werden. Und das führt dazu, dass, das kennt man von irgendwelchen Filmen mit tropischer Insel, die Palmen dann irgendwann krumm und schief werden und sich einfach umbiegen, weil sie erstens auch gar nicht so eine große Festigkeit in ihrem holzartigen Material, das ist kein Holz, auch wieder per Definition nicht, drin haben, damit sie eine große Seitenstabilität aufweisen. Und dann biegen sie sich gerne mal um. Und zweitens eben, weil ihnen die Möglichkeit fehlt, für ihr zunehmendes Gewicht, ihre gesamten Biomasse, das auszugleichen durch einen dickeren Stamm. Ja. Eine Palme keimt, wächst die ersten paar Zentimeter hoch, also die ersten 10, 20, 30, sowas um den Dreh, erreicht dann die Dicke, die sie ihr Leben lang haben wird und kann dann nur noch direkt nach oben wachsen. Ein weiteres Dickenwachstum ist nicht möglich. Warum nicht? Naja, die hat kein Kambium. Ein Laubbaum, ein Nadelbaum und alles, was wirklich per Definition ein Baum ist, hat ein Kambium und die Palme halt eben nicht. Das ist so der wesentliche Unterschied. Ja, gut. Das waren also jetzt drei Arten, die woanders nicht stehen, hier aber schon. Und damit zurück zum Ben. Man sollte doch jedes Mal eine Eisensäge dabei haben, wenn man in die Stadt geht. Ja, wie man im Wald eine Holzsäge dabei haben sollte. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschauen. Ich hoffe, war ein bisschen interessant und ihr habt ein kleines bisschen was gelernt und dann war das doch noch zu irgendwas gut, dieser Ausflug. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.